Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Mechanics. Ich habe euch wieder was mitgebracht und zwar wieder eine 4x4 Tür. Diesmal eine andere Tür, wie das letzte Mal und wie das vorletzte Mal. Diesmal ist wirklich was anders und zwar, wie ihr sehen könnt, sie ist flush, das heißt, sie ist eben mit der Wand davor. Das heißt, ihr könnt eine super Geheimtür damit bauen. Und die ist auch nicht besonders klein. Wie gesagt, 4x4. Und wie man sie baut, zeige ich euch nach dem Intro. So, da haben wir sie, die 4x4 Flush-Tür. Und wir probieren sie auch gleich mal aus. Ihr seht, die ist relativ schnell. Und sie ist auch nicht besonders groß. Ich meine, okay, sie ist groß, aber sie ist nur 12 Blöcke breit, also 2 Blöcke breiter als letzte Woche die Tür. Sie ist nur 4 Blöcke dick mit dem hier vorne. Ohne dem hier vorne ist sie nur 3 Blöcke dick. Also theoretisch könnte man auch sagen, sie ist nur 3 Blöcke dick. Damit auch genauso breit wie die von letzter Woche. Und die ist nur 8 Blöcke hoch. Das heißt, sie ist nochmal 5 Blöcke kleiner als die von letzter Woche. Und ihr seht, da ist eine Menge Redstone drauf, ist aber noch mehr Redstone dahinter. Und so sieht sie eigentlich ganz schön aus. Wir haben hier glasierte Keramik, das braucht man, damit hier die Blöcke nicht mitgezogen werden vom Honig und von den Schleimblöcken. Und ja, das funktioniert einfach mit Honig und Schleimblöcken. Wir gehen mal dahinter, wenn die Tür zu ist. Ihr seht, da ist eine Menge Redstone sichtbar und theoretisch wäre hier die Wand, aber man könnte trotzdem von hier aus in die Technik reingehen und das macht es auch eigentlich leichter, wenn es irgendwie kaputt geht. Dann kann man von hier aus irgendwie rein, dort irgendwas reparieren, hier was reparieren. Also von außen sieht das sehr schön aus, von innen nicht unbedingt, aber wenn man das zumacht, ich meine, wenn man es aufmacht, dann ist das auch nicht allzu schlimm. Wir schauen uns mal an, was wir für Ressourcen brauchen. Und zwar ein Hebel, 46 Redstone-Staub, 12 Verstärker, 12 Kolben, 8 Schleimblöcke, 8 Honigblöcke, 12 hellgrau glasierte Keramik. Ihr könnt genauso gut irgendeine andere glasierte Keramik nehmen oder auch Obsidian. Aber ich benutze diese hellgrau glasierte Keramik, weil ich finde, dass sie einfach am besten aussieht. Dann braucht ihr 16 Türblöcke, 12 mal Glas und natürlich eine Menge Baublöcke. Und jetzt machen wir das so. Ihr seht hier dieses Muster, das kommt in die Mitte vom Baufeld. Und wir fangen mal hier an. Genau so und so. Und das ist auch so ein bisschen Tutorial für, wie baue ich mit glasierter Keramik. Also wir bauen erstmal so. Da bleiben 2 Blöcke frei. Und dort bleiben 3 Blöcke frei. Dann habt ihr die ersten paar schon fertig. Dann dreht ihr euch so, macht hier einen Block hin. Dann macht ihr hier und hier einen Block hin. Und dann dreht ihr euch so rum, macht hier und hier einen Block hin. Ihr seht, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben die Kreise in die Mitte. Natürlich kann man noch andere Muster machen, aber die meisten anderen sehen hässlich aus, sage ich mal so. Wir machen jetzt aber auch noch das andere Muster, indem wir erstmal, ja, wir müssen erstmal hier die Honigblöcke hinmachen und die Schleimblöcke. Und zwar genau so. Immer in 2x2 Kästchen. Das sieht dann so aus. Und dann brauchen wir die glasierte Keramik nochmal. Wir machen hier eins hin. Dann machen wir hier eins hin. Und immer so abwechselnd. Oh. So, nein, komm schon. So, so und so. Dann können wir die Hilfeblöcke wegmachen. Machen wir so und so und so und so und so. Und dann haben wir genau dasselbe nochmal gemacht. Und jetzt, wenn wir von unten schauen, haben wir genau das andere Muster mit diesem Stern hier in der Mitte oder so. Vielleicht so ein Nether. Stern oder so, Wither-Stern meine ich. Dann haben wir das schon mal. Hier kommen die Eisenblöcke dran, beziehungsweise eure Türblöcke.
Genau so. Und dann gehen wir auf die Rückseite. Hier kommt nämlich der Quarz hin oder euer Baublock. Könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Und dann kommen wir hier hin und machen hier nochmal das nach oben und hier so drüber. Da haben wir hier den Rahmen. Und das machen wir auf der anderen Seite auch. Fürs Erste nur hier an der Wand. Genau so. Und dann nehmen wir unsere Kolben. Wir machen 4 Stück auf diese Seite. Und zwar so, dass sie in die Schleim- und Honigblöcke reinschauen. So, 2, 3 und 4. Genau so. Das auf der anderen Seite natürlich auch. Also 1, 2, 3, 4. Diesmal hat es besser geklappt. Dann gehen wir hier hin, ganz nach unten und machen dort einen hin, in die untere Ecke. Und wir machen einen in die obere Ecke. Und dasselbe hier auch, einen in die obere Ecke und einen in die untere Ecke. Und dann haben wir es auch schon fast. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch verkabeln. Und zwar seht ihr hier, das ist ja sehr unordentlich. Wenn ihr das 4 breit macht, dann ist es sehr viel leichter. Meine originale Tür, also in meiner Redstone-Welt, hatte auch nur 4 Blöcke breit. Ja, sie war halt 4 Blöcke breit und sehr viel leichter, aber das hier ist dafür sehr viel kompakter. So, dann verkabeln wir die ganzen Sachen. Und zwar haben wir hier so 2 Seiten. Wir haben hier die Redstone-Seite und diese Redstone-Seite. Die hier ist nur für diese beiden mittleren Kolben hier gedacht. Ihr seht, da ist ein Block mit Redstone drauf. Das powert hier die beiden mittleren Kolben, das sind nämlich die hinteren Kolben. Und das machen wir hier auch. Genau so. Oder, nee, genau hier. So rum. Das habe ich falsch gemacht. Und dann machen wir das so, wir packen hier einen Block hin mit Redstone drauf und dort ein Glas drauf und dort ein Block drauf. Dann sieht das so aus. Hier ein Glas, dort ein Block und dort nochmal ein Block mit Redstone. Auf das Glas kommt ein Verstärker. Auf die vierte Stufe, ja. Vierte Stufe. Dort kommt dann ein Block hin. Hier kommt ein Block hin. Beides mit Redstone, so und so. Dann kommt hier ein Block hin. Und ein Verstärker auf die vierte Stufe. Block, Block, Glas, zweimal Redstone. Und dann kommt hier ein Block hin. Und dann kommt hier ein Glas hin. Dort kommt noch ein Verstärker. Auch auf die, nee, erste Stufe. Hoppla. Hier kommt ein Block hin. Und dasselbe machen wir auf der anderen Seite erstmal. Also, hier ein Block hin, Verstärker auf vierte Stufe, Block und Glas, zweimal Redstone und natürlich Baublock, nicht Quarzblock, ein Glasblock, ein Verstärker und ein Block hier hin. Dann müssen wir das Ganze hier einmal überdachten, und zwar so, denn hier kommt auch noch Redstone hin. Da muss nämlich so Redstone oben drauf. Dann sieht das so aus. Und das machen wir hier auch. So und so. Und Redstone. Und Redstone. 2 Verstärker. Nochmal Redstone. Die hier müssen auf die zweite Stufe. Und dort kommen nochmal 2 Blöcke drauf, damit sich das nicht verbindet. So, den oberen Teil haben wir jetzt geschafft. Jetzt müssen wir weiter nach unten. Und zwar kommt hier ein Glasblock hin. Und hier kommt diagonal ein Glasblock hin. Dann kommt hier ein normaler Block hin. Und da kommt erstmal überall Redstone drauf. Dann kommt hier ein Block hin. Kommt hier ein Glas hin. Und nochmal ein Block. Dann sind wir hier unten angekommen.
Da kommen zwei Verstärker hin, genau so. Einen auf die vierte Stufe, einen auf die erste Stufe. Da kommt Redzone drauf und alle Blöcke hier bekommen Redzone. Da haben wir das fertig. Gehen auf die andere Seite und diesmal von unten. Also hier Verstärker und hier ein, der auf die vierte Stufe und dann kommt hier Redstone hin. Dann gehen wir von hier oben, andere Seite, genau so. Hier ein Glas, hier ein Glas, hier ein Block, so. Hier ein Block, so und hier ein Block. Hier ein Glas meine ich, oder? Ah, ich hab's vergessen. Ja doch, ein Glas und hier muss ein Block hin mit Redstone, Redstone, Redstone und dann machen wir hier ganz viel Redstone drauf, so und so und dann haben wir das fertig, so sollte das dann aussehen und das hier habe ich auf die falsche Seite gemacht, das muss hier hinten hin und zwar so und dann kommt dort einmal Redstone hin und dann haben wir es geschafft. Jetzt brauchen wir hier noch einen Hebel und den packen wir hier oben einmal hin und dann machen wir noch einen Redstone dahin. Versuchen es mal und da haben wir es. Es funktioniert. Dann können wir hier auch die Wand hin machen. Das könnte jetzt hier euer Berg sein oder so und das ist so ein geheimer Eingang. Und dann machen wir das hier noch hin. Und dann sollte das auch alles gewesen sein für heute. Dann haben wir die Tür. Und sie funktioniert auch einwandfrei. Und das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.